Ein liebes Hallo an alle da draußen und ein liebes Hallo an alle Eltern, die uns jetzt zusehen. Ich bin Babette. Ich habe seit über 13 Jahren ein eigenes Kinderschuhfachgeschäft in Gohlis und habe auch schon vorher die ganzen Jahre, ich sage es mal rundgerechnet, 30 Jahre Erfahrung mit Kinderschuhen. Und wir wollen uns hier oder werde mich jetzt hier an dieser Stelle in loser Reihenfolge verschiedenen Themen widmen, die bei uns im Verkaufsgespräch immer mal so angesprochen werden. Darum kümmere ich mich dann also heute um die große Frage, sind Barfußschuhe für Laufanfänger geeignet? Wen es interessiert, der bleibt einfach dran. Ich würde mich freuen, euch gleich wiederzusehen. Also bis gleich. Hallo, schön euch wiederzusehen. Hier ist Babette und ich widme mich diesmal dem Thema, ob denn Barfußschuhe für Laufanfänger geeignet sind. Da ließe sich doch mal an erster Stelle festlegen, was stelle ich mir für mein Kind, wenn es Laufanfänger ist, denn überhaupt vor? Welche Prioritäten sollte denn dieser sogenannte Schuh oder diese Laufhilfe für mein Kind beinhalten? Meistens ist es doch so, dass sowieso der Schuh im Allgemeinen eine schützende Fußhülle ist, der uns natürlich für Kälte, vor Unebenheiten, vor Umwelteinflüssen generell schützen soll, aber die Bewegung des Fußes nach Möglichkeit nicht beeinträchtigt. Nun ist es ja immer so, wir haben in den letzten Jahren eine gewisse Wandlung durchgenommen. Das heißt also, der gute Ruf der Kinderschuhe wurde also noch mal ein bisschen aufgepeppt durch die Barfußschuhe, die da auch den Weg natürlich in den Kinderbereich genommen haben. Und auch hier gibt es dann immer wieder die Frage, kann ich denn das meinem Kind anziehen? Und da ist dann immer meine Gegen, ja, warum denn nicht? Wichtig ist, und darum geht es ja wohl in allen Dingen, das heißt, wenn Sie einen Schuh erwerben möchten, dass er immer folgende Prioritäten hat. Dass es eine flexible Sohle ist, wo auch der Fuß schön abrollen kann. Denn das hat eigentlich jeder gute Kinderschuh, hat das. Der Barfußschuh im Gegensatz ist noch extrem flexibler. Das heißt also, weniger Sohle geht nicht. Für unsere kleinen, motorisch etwas eingeschränkten Laufanfänger, die ja sowieso meistens noch tapsen wie die kleinen Teddybären, ist es in dem Sinne eigentlich egal, wie sie laufen lernen. Barfuß natürlich immer soweit am besten. Das heißt aber auch, barfuß nicht immer nur bis zum halben Jahr draußen laufen lassen. Wir müssen ja immer davon ausgehen, wir leben nicht mehr in unserer Höhle wie vor 10.000, 20.000 Jahren. Wir haben Zivilisation und mit der Zivilisation haben wir feste Böden bekommen. Damals in unserer Höhle sind wir durch die Steppe gelaufen, hatten wir Wiesen, hatten wir Sand, was weiß ich. Wenn ich das jetzt haben will, muss ich rausgehen. Dann habe ich das nicht unmittelbar in meinem Wohnumfeld. Sie haben asphaltierte Straßen, sie haben betonierte Straßen, sie haben Granitplatten als Untergrund auf den Gehwegen, Pflastersteine, alles Material, was im Grunde genommen nicht dämpft. Deswegen bitte immer schauen, dass der Schuh auch eine flexible Sohle hat. Denn nur so kann er sich auch den unterschiedlichen Ansprüchen oder Gegebenheiten anpassen und natürlich auch da alles mitmachen. Das, was ich Ihnen jetzt hier zeige, das sind immer alles unterschiedliche Modelle. Das heißt also auch nicht jeder wirbt explizit mit dem Begriff Barfußschuh, kommt aber sehr nah daran. Ja? Denn die Kinderschuhe von den Lieferanten, die wir jetzt hier im Fachgeschäft anbieten, nicht nur ich, auch andere Fachhändler bundesweit, achten auf eine gewisse Qualität, achten auf eine gewisse Symmetrie bei der Ausarbeitung, das heißt auf die Passform. Das heißt, hier wird nicht willkürlich was zusammengeschnitten, sondern hier werden zum Beispiel Fußmessdaten erhoben und danach tut zum Beispiel jeder Lieferant seine Idealvorstellung von einem Kinderfuß in dem Leisten umsetzen. Darum gibt es auch verschiedene Weiten und Passformen. Das bedeutet als erstes, ich kann meinem Kind nicht irgendwas anziehen, sondern ich muss schon in Erfahrung bringen, kann ich meinem Kind einen schmalen Schuh anziehen, hat es eher einen breiten Fuß, hat es einen hohen Spann, hat es einen flachen Spann. Der zweite Vorteil ist bei den Barfußschuhen, dass sie meistens recht niedrig gehalten sind.
Also diese althergebrachte Formulierung von Oma und Opa oder der Einwand, der da meistens gebracht, der Schuh muss hoch sein, der muss den Knöchel fest umbinden oder einbinden und der muss Halt geben. Das ist nicht mehr so. Ja? Man hat also festgestellt im Laufe der Zeit, eine flexible Sohle, ein Schuh, der mit dem Fuß mitgeht, ein Schuh, der den Fuß trainiert, ist also 10-mal besser als dann im Nachhinein durch irgendwelche Fehlstellungen oder Fehlstellungen des Fußes mit einer Einlage korrigieren zu müssen. Weil nur wenn der Fuß auch arbeitet, die Muskulatur natürlich auch trainiert wird, habe ich letztendlich einen gekräftigten Fuß, der sich sozusagen den alltäglichen Dingen stellen kann. Nehme ich dem Fuß der Muskulatur das ab, indem ich ihn irgendwo abstütze, dann kann er natürlich seine Leistung nicht bringen. Ich rede jetzt immer vom ganz normalen Kinderfuß, also nicht der, der irgendwie Fehlstellungen erlitten hat, gerade weil er im Mutterleib zu wenig Platz gefunden hat, wie auch immer. Ich rede vom ganz normalen Kinderfuß. Ja, und es gibt verschiedene Übungen, wo man auch Fußmuskulatur kräftigen kann. Da gibt es auch im Internet verschiedene Seiten, wo man sich darüber belesen kann. Das ist toll. Der Fuß hat ja Muskeln und er hat ja mehr wie jede Hand. Ja, also die Muskeln sollte man schon auch ein bisschen beachten, damit ich sozusagen ohne Schmerzen, ohne Probleme mit meinem Fuß älter werden kann und er mich natürlich problemlos ein Leben lang begleitet. Die Barfußschuhanbieter machen da das schon ganz gut. Und wie gesagt, das Schöne ist, die gibt es ja heutzutage in drei verschiedenen, also fast immer in drei verschiedenen Weiten, zumindest in den Fachgeschäften, sodass man dann auch wirklich für jeden Fuß das Passende finden kann. Einzige Ausnahme ist, das muss ich immer wieder sagen, die ganz schmalen Füßen, die Bleistift- und Prinzessinnenbeinchen, haben hier leider immer noch ein bisschen das Nachsehen. Da hat zwar Däumling mit diversen Modellen gute Vorarbeit geleistet, aber die hören ja leider momentan noch bei Größe 26 auf. So, also da klafft dann noch eine riesige Lücke zwischen dem Kindergartenalter bis zur 30, manchmal auch sogar bis zur 35, weil richtig schmale Füße passen da nicht rein. Ja, aber im Großen und Ganzen lässt sich mit ein bisschen Tricks und Knips lässt sich da eine gewisse Passform erreichen, aber das würde Ihnen die Fachfrau im Kinderschuhgeschäft Ihres Vertrauens auch gerne mal zeigen. Ich hoffe doch, ich konnte euch wieder ein bisschen weiterhelfen mit meinen Ausführungen und würde mich freuen, wenn wir uns das nächste Mal dann wiedersehen. Natürlich alles wieder in meinem hochinteressanten Thema. Wenn ich die Fachgeschäfte in Leipzig natürlich mit anspreche, dann möchte ich natürlich auch gerne auf unser zweites Geschäft in Stötteritz und Reutnitz aufmerksam machen. Und dort konnten wir auch schon viele neue Mamis dazu gewinnen, mal den Weg ins Fachgeschäft zu gehen und sich einfach mal beraten zu lassen. Weil viele, sage ich immer wieder, haben gar keine richtige Ahnung von der Länge und Breite und geben ja natürlich nur ihre Eindrücke wieder und sind eigentlich dann sogar sehr, sehr überrascht, was sie alles über den Fuß noch lernen können. In dem Sinne, man lernt nie aus. Also, bis zum nächsten Mal dann.